Alter, scheiß drauf. Ich rechne so wieder so kurz damit. Egal, ja, wow, trotzdem. Fresse, weh, scheiße, 6,50. Ja, ja, wow. Wir müssen in Oxford wieder 40 Minuten warten. Wir hätten auch den RE9 gehen können, aber da wären wir wieder ewig rumgestanden. Kein Bock. Das ist langweilig. Meine Fresse. Du hast ja nicht gehalten. Von wegen, ja, aber Umleitung. Das ist voll random, diese Umleitung. Da ist doch nichts. Warum EV22? Das ist so scheiße. Das ist safe, der RE9 aus München. Katastrophe, ey. Ich hatte schon gewundert, wieso ist der nicht gehalten oder so. Ja, komisch. Da ist keine Baustelle. Das ist eine Lüge. Da ist keine Baustelle. Ist so. Es wurde nicht mal angezeigt auf dieser DB-App. Ja, ist so. Das hat niemand mit 6.12 gesagt. Und hätte er angeblich gehalten, dann plötzlich nicht mehr. Okay. Zum Glück war das auch nicht. Und heute scheiße, da ist Hoffentlich rast deine Eltern nicht aus. Ja, wir, ja. Fahren wir nach unten, oder? Ja, dann kurz vor dem Steig. Ja, wir können auch mit dem 440 nicht fahren, weil dann der eine Stunde warten. Ja. Der hat diese 55 eine Minute später, das ist ja dann dumm. Ja. Wenn er 6,50 kommt, können wir mit dem nach Aalen fahren, dann mit dem Donner, hier, nach Aalen, der 6,12. Dann mit dem DC-Ponce oder dem Mireo. Ich kann eh was, ich kann was damit dann, außer was kaufen. Ja. Ich glaube, das Zeit. Schau mal, es gibt direkt von Aalen, München. Wir sind RE89. Meine Eltern haben noch nicht geschrieben, eigentlich meine Eltern. Komisch. Also eigentlich schon wahrscheinlich, weil die schlafen safe nicht mehr. 47 ist nur so lahm, da geht wahrscheinlich nachher erst Gas. Viel, ich bin voll Gas. Du hast deine Ohren nicht gehalten. Ist so. Da musst du halten, eigentlich, normalerweise. Ist das? Hey, auch wieder auf der Seite komisch. Also wir sind ja dann drüben, stimmt. Also beim TSW ist auch ein bisschen komisch, wenn jetzt beim TSW. Ist so. So grüßt die Schalten ziemlich lang. Ja, ist so, dann kann man irgendwie aufhören. Und ich muss nicht sagen. Ist ja beim E. Ja, jetzt ist es ja E. Was muss er? Da kommt um 22, der. Ja. Aber wie finde ich von was? Wie? Hat er gesagt, wir heißen dort ein paar Sekunden. Ja, hä? Soll das? Moment, denn, warum ist er da durchgefahren? Warum stand das in Tünen eigentlich auch da drin? Ja. Mit 6,12 ist er durchgefahren, dachte wegen der anderen Richtung. Aber warum? Hä? Macht keinen Sinn, da ist doch keine Baustelle. Der, ja. Der hält doch da auch. Ja, die erste Baustelle. Da ist, hast du eine Baustelle gesehen? Warst du links oder rechts? Rechts. Da war keine Baustelle rechts. Also, ja, wow, auf der Audi auf der Strecke davor, Parsing. Ja. Hey, wir haben uns einfach. Der muss eigentlich nicht, also nicht im Müll, dass wir da halten. Sinn. Also, nicht halten, ja, wow. Ja. Mit der U-Leitung, ja, wow. Super. Ja gut. Kann man ja nur bis nur bis nur bis Sigma fahren. Ja, warum? Wenn dann 650 kommt, dann kann man nach umwechseln. Oder ja. Ich kann mir hier auch nachher die 710 von Ulm nach München. Wäre besser. Oh, dieser Doppel-Lenker, ja, schon wieder. Ja, mit seinem Berlin, ja, schön für ihn. Das ist doch kein. Der ist so. Sie besser. Kannst du nicht mit Talent fahren? Boah, wie? Wie? Das ist ein Schrotz. 56 da. Boah, ja, der baut dann mit unterwegs. Ne? Und ich sehe schon da, dieser Zug dann. Ja, obwohl ich so auf Dauer langweilig bin. Ja, ist so. Ja, dann ich bin immer auf. Oh, der Stuttgart Aalen können wir erstmal von der nächste Woche. Ich habe Freitag noch nicht. Freitag, ja. Stuttgart Aalen, ja. Wie? Der Fett. Wie ist kommt wieder dieser Mirio da? Wie? Ich finde die 7 C. Hast du diesen Stick? Ja. Ich brauch den erstmal. Also hilfst du jetzt oder? Nee, wieder ähnlich. Aus bei Augsburg.
ist der gut. Meine Mutter wollte mich große Strecke fahren nach Kempten. Wow, das ist doch scheißegal, ob wir über IC fahren oder mit dem Bus oder über Melheim oder über Herrgott. Ja, ist so, ja. Ist doch also gleich noch gleich weit. Ja, ist so. Komm mal, ist er durchgefahren, dieser Scheißflirt? Ist so. Oh, nicht da. Oh, wehe. Hast du nicht dabei? Ja, eigentlich schon. Ja, rente mir nicht. Hast du nicht gehalten? Das war doch noch nicht so. Ja, ist so. Ja, toll, da kann man, also, muss vergessen dann. Ja, ist so, ja, rau. Oh, Mann. Ja, rau. Oh, toll. War doch pünktlich eigentlich doch. Ja, wäre so gut gewesen. Nein, ich habe so gefreut und dann ist toll, aussteigen. Super. Habe ich doch eh schon gedacht, weil er das aussteigen muss. Ja. Endlich wird er vollgas hoffentlich. Und wir reichen wahrscheinlich. Bestimmt auch wegen der Verspätung. Ja, aber dann hätte er in Kaufering und dann Geltendorf durchfahren können, wenn ich in Pasing. Ja, ist so.
Oder halt Sonnenheim oder wie das heißt, dann will der Regen kann aussteigen. Oder Mütterheim. Den eh keiner aussteigen, da kann er durchfahren können, wie random einfach, dass er da hält. Ja. Und Chimpasik ist aber ein wichtiger Bahnhof, da muss er halten. Ja. Nein, heute nicht. Ich könnte von Memmingen durchfahren bis mit Chimpasik, wäre egal eigentlich. Oder bis Buchloh, damit Chimpasik. Das ist wie der E96. Und die Leute mit der FV-Ticket wollen in Geltendorf aussteigen, aber macht eh keinen Sinn. Gut, ich die 7 Uhr Thema eigentlich nicht. Ja, hoffentlich kommt der mal. Ja, ist so. Oder beide Leute kommen, wir hier unten. Ja, wir nicht, wir. Oder der RX oder so, wäre auch mal geil. Der könnte dann auch mit dem von den Menschen ausprobieren. Damit spielt auch zusammen, also in den Creators Club seine Lackierung für Wahrheit. Ja. Stimmt. Ja, hoffentlich. Safe, relativ zeitnah, ja. Also so eine Frechheit. Ja, ist so. Im Fall hält er nicht an, dass man einfach durchfahren, das geht sonst nie. Sonst fahren die trotzdem provokant in jeder Station an. Ja. Sonst, ich sage immer, dass die durchfahren können bei Verspätung, aber doch nicht in Pasing. Ja. Die können in den Kaufs durchfahren, aber nicht in Pasing. Der 612 kann in der Kaufmann durchfahren, welche einsteigen. Stell dir vor, wir hätten noch die ICE gebucht. Was dann? Das auch. Toll. Wenn der ICE gebucht von, wo du dann in Pasing aussteigen musst, letztes Mal. Ja. Da wäre der durchgefahren, da hätte der jetzt bezahlen müssen. Ja, ist so. Da ich also mein Geld zurückgeben. Ja, aber das war dann schlecht. Dann halt mir, du dürftest du den nächsten nehmen. Ja. Wahrscheinlich. Weil was kannst du denn dafür, wenn der vorher Verspätung hat und durchfährt einfach? Ja. Einfach so plötzlich, ohne dass es angekündigt war. Dann noch ein Gutschein machen, bestimmt. Ja. Erste Klasse. Als Entschädigung. Ja. Den nächsten Zug nehmen. Ist so. Erste Klasse. Eine halbe Stunde später. Ja. Bist du dumm, zu fahren? Nee. Nee. Ich war ja nur das Ausbruch danach, nach oben weiter. Ja, ist so, ja. Weil ich wieder in die Zero C, wie, wenn nicht? Ja, wie, weißt du, Schrottenhöhe. Ja, wie, ey. Ich glaube, der Bums voller steht. Schrottenhöhe. Ah, doch, das stimmt der Mireo. Ja, stimmt. Hä? Aber du musst doch entgegengekommen sein. Du musst da gewesen sein. Das ist doch der Mireo gefahren von. Nein. Hä? Da war keiner mehr, da war nur dieser Zero C. Die andere Züge. Ach, stand da ein anderer Gauer jetzt noch? Nein. Ist der Mireo entgegengekommen, weil der ist da. Nee, nur dieser Flat und dieser Zug ist da. Hey, komisch, der Mireo ist dann verschwunden einfach. Der war in Pasing. Ach, safe ist das der A9 safe. Der Zug könnte eigentlich ein Mireo sein, der Zug. Ja. RB87. Der durch und halt. Ja, über den TSW. Ja. Diese Class. Ja. Dann wird es sich da geht und durchgefahren ist in Ordnung. Ich hab Hunger. Ja, der Mireo kommt dann zu spät, dieser A9. Ich muss auf die Toilette. Ich auch. Ich würde mich so dringend wie letztes Mal. Warum? Wie auch kann es sein, dass alle Toiletten defekt sind? Das stimmt. Wahrscheinlich sind gelebt gewesen. Das ist eine Mutterteile. Ja, warum machen die Toiletten immer kaputt? Und diese Fahrgäste haben mich auch ausgedacht. Diese Mädchen da. Die haben mich auch ausgedacht. Ja, witzig. Ja. Der ist schlecht die Toilette im Zug gesperrt, scheint für den irgendwas. Ja. Wieder meine Fresse. Kann eh nicht besser werden jetzt wie sonst immer. Ja. Letzte wurde besser. Letztes Mal. Ja. Gut, halt 96 Schrott. Ja, ist so. Und jetzt wird es noch mehr. Ist so. Thema durch. 6 ist besser als 6. Ja, dieser scheiß Schrott für Thema Verspätung immer. Warum? Da war gut, die Züge ist. Warum sind alle durchgefahren? Oder? Ja, ist so. Da war doch wieder drauf frei. Ich würde mich sonst diese Rotze dann gefahren, also da gerade über die S-Bahn. Ja, ist so, da war doch wegen der anderen Gleise, aber da war keine Baustelle, ich habe das ja gesehen. Ja. Der E96 ist ja auf den gleichen Gleis gefahren, wie Rand eigentlich. Ja. Gefunden, die Migrator oder wer auch immer das war. Oder der Fahrdienstleiter. Und dann ist er einfach weitergefahren. Fand der wohl ganz lustig. Und ich wird der gefeuert. Wie war das wahrscheinlich? Das ist eine Panne wahrscheinlich. Ist so. Wo angeblich Bauarbeiten sind. Oder keine Bauarbeiten. Oder der hat geredet oder muss auf die Toilette. Ja. Dann war die Weiche falsch gestellt. Ja.
Bestimmt. Ja. Dann hat der andere Idiot dann irgendwas hingeschrieben, so wegen Bauch oder so. Ja. Witzig. Wenn er 612 ist, dann nutze ich eh nicht, den haben wir eh schon nochmal gefahren. Fahren wir 6. Wenn er 612 nach Mömingen, weil 612 nach Beuren wäre gut, aber nach Mömingen haben wir eh schon drüber nach Sigmaringen. Nächster Halt, Mehl-Ausstieg auf der linken Seite. Toll. Ja, das ist so dumm. Halt auf dieser Pegnestalbahn, das könnt ihr vergessen. Ja, aber München. Dann ist das der Tunnel. Ja. Aber nicht in Münchenhof. Da ist kein einziger Tunnel in Münchenhof. Nein, wie werden sie einfach. Vielleicht diese Regensburg-Strecke wahrscheinlich. Das ist doch dumm, da fährt doch eh schon der. Wahrscheinlich Regensburg-Hof. Da kann man elektrisch machen, weil es nur random, dass der Diesel ist eigentlich. Der ICE wäre lustig von München nach Hof. München Regensburg Hof. Der ist toll. Der ist toll. Doch nö. 417, ja toll. Hä? Warum? Ja, super, dann können wir im. Ja, ja toll, das haben wir eh vergessen jetzt. Fahren wir nach Mengen, nur mit dem 1317 fährt der nach Mengen. Nee. Doch. Da fährt auch alles erstochen, geht nicht. Nein, schon doch. Nach Mengen. Ja. Ja, dumm, die Leute sind mit da beim Schrammplatz. Komisch. Ist doch einer, ne? Ja, warte. Ich bin schon da, ich bin ja schnell. Den TSW dauert es viel länger. Na doch, du hast recht. Ja. Nee. Jetzt ist es hier. Das ist aber 14.19 da. Oh, ich muss wieder so kurz fahren. Da kriegst du eh nicht so viele Klicks. Ja, wow. Toll. Guck, eine Stunde 20 in unten zu warten. Das war langweilig. Das ist so. Nächster Halt. Mehring, Zeit Affe. Das Ding, die Siegeringen. Warum? Da ist so 446 wäre besser gewesen. Wäre der nicht durchgefahren, dieser Scheißrohr hält. Wow, da war ja Baustelle, ja, aber von wegen, von Geltendorf. Ist keine Baustelle. Zwischen Geltendorf und Schamperlof. Von wegen. Von wegen. Logen. Wie ist ein Schrott, Alter. 6,50, ich hoffe, es ist ein Talent. Nee, ja, hoffentlich. Oder ein 6,5. Oder der Rüstung. Ein Bus, kein oder Bus. Ist er nicht? Hey, bis wir da kein Genossen von Siegmaringen nach Beuron. Hey. Wie werden denn? 317, diese S-Mail. Guck, der fährt ja nur bis 80. Nur bis Siegmaringen. Ja, dumm. Sag mal, sagen wir bis Dings war, also bis Siegmaringen. Eine Stunde warten. Ja. Besser, weil ich will auch ist so, Vollgas. Ja. Ja, ist so, wenn, ja. Wenn ein. Der macht eh Pause aus dem Siegmaringen, weißt du? Ja, ist so, ja. Der stimmt, der wird dich stehen da. Ja. Wie geht der nicht wieder? Wie dieser Lokführer kommt ja, dann wieder. Der damals. Der holt dann. Wie? Von wegen, ja, wow, ist ein Ruf von wegen. Ja, wow, dann hat er doch. Schau, du siehst doch. Ja, was hat der für ein Problem? Ist so. Oh, wie komme ich das bringen? Wie? Ja.
fährt er um 15 Uhr irgendwas wieder zurück. Ja, mit 53. 15:30 fährt er. Moment, denn ja, 15:30. Wir sind um 16:41. Hoffentlich um 17:19 dieser Direktzug. Lustig, wenn 6:28 kommt. Ja, na gut. Dann könnt ihr direkt nach München weht, das ist kein Desiro C. Oder in Rio. Dann geht ganz schnell da rein in den Bock, wieder in 2 Stunden zu stehen dann. Ja, boah, dann müssen wir München Hauptbahnhof trennen. Ich hab nur gesagt, super. Eigentlich hätte das ja funktioniert, aber nein. Hätte ich nach Beuron fahren können. Achso. Aber nein. Hä? Achso. Alter, ja, wegen dieser verschwendeten Zeit. Achso, ey. Mal rumwarten hier, bis der nächste Zug kommt. Kann man heute wieder. Kann man heute nur kurz fahren. Das ist doch hell. Ja, ja. Wenn wir eine Sigmarine haben, okay. Ja. Nur wenn Talent kommt, das ist Schrott. Ja. Oh, wie ist wie, jetzt kommt 6:12. Wieso? Bei dem Talent wäre dann besser, dann schöner Talent, wenn 6:12 haben wir schon mal gefilmt. Weil der 6:12 muss aber nur einstellen, kommt nicht nach im Sigmarin. Ja, ich weiß, aber ich will mal wieder das Fest wieder fahren. Ja. Aber Vollgas, aber wieder fährt natürlich wieder nicht Vollgas wahrscheinlich. Ja. So lahm wieder. Hoffe ich, hab ich den Peter. Ja, wäre gut, ja, damit er das schreiben will. Aber das ist ja voll. Wir müssen aber ganz schnell noch im. Ich will keinen Bock dann. Wenn der einfällt, müssen wir ganz schnell zum Zug. Ja. Bock, dass der dann wieder voll ist. Wie dieser, wie Rio, das ist mal. Oder hier schon mal zum Bahnsteig. Das ist ja schon einfällt, dass wir in der Stadt einen Stammplatz kriegen. Auch in 6:12 oder Talent oder sowas. Hoffentlich ist die zweite Klasse vorne. Ja. Im Talent und in 6:12. Halt. Oder bis er lenkt. Oder Rössler. Wie weißt du? Das ist ja gut, Rössler ist eher 55. Ja, Vollgas. Ja, ist so, dann besser. Ohne Scheiße. Musik. Ja, ist so. Aber bestimmt, da will ich einsteigen. Wahrscheinlich ist der wieder drauf. Wahrscheinlich ist der wieder in der Abstellung in Ulm-Hauptbahnhof. Ja. Zurückfahren mit dem Desiro AC, aber das ist nur dumm. Okay. Das ist alles nur Zerfischung. Ja, ist so. Warum hast du nicht gehalten? Das ist komisch. Ist so. Guck mal, locker, er kommt nach Beuren, nein. Da muss man das am Freitag verschieben. Ja, super. Nach Donaueschingen, nicht nach Freitag. Wie, es hoffe ich. Umweg sind Donaueschingen. Wie, mit dem nach Ulm wieder mit dem A18 und dem A9. Wie diese Flagge. Jeder fällt ja durch in ein paar Sekunden. Genau, so. Dann haben wir es vergessen. München. Wäre gut, dann können wir dann wollen wir doch fahren, weil wir dann eh diesen Gegenzug warten müssen. Ja, darum eher ich verwende eigentlich. Darum war ich eh eigentlich der Gegenzug eigentlich, der von Dolaschen eigentlich. Ist so. Komm, ich verwende dem eigentlich. Warum fährt der nicht? Der gut, der, eigentlich ging schon, aber nein, der ist ja ohne die erste Fahrzeit. Dann muss er ja nur Musik machen, ja. Da will ich gar nicht. Vielleicht will ich drüber vergessen, den nächsten Zug. Nur zu spät nach München. Ich kann ihn vergessen nach dem Auto. Leider. Das geht nicht. Oh.
Oh, das wird vergessen. Was für ein Film? Ja, gut, das ist egal. Ich will auch erst erstmal rein. Ja, 11.22 Uhr. Der kommt um 11.10 Uhr zu Rio. Früher ein bisschen. 7.35 Uhr, ja, 11.10 Uhr bestimmt. Safe. Schuld. Ja, ist so. Ja. Wenn ihr immer, ja, Pech mit den Nachrichten. Wir sind als letzten Zug gewesen eigentlich. Also, dann könnt ihr nichts sagen. Ja, Pech dann hier. Ja, die müssen halt den anderen Platz suchen, ja, die in Pech enthandelt sind. Es gibt auch gut. Warum? Wieso? Selbe Schuld. Was? Das ist nicht verboten. Die Frage ist ja, geht immer meistens immer nach vorne immer. Ja. Immer rein. Und immer hin. Aber da ist doch auch Platz. Also, wenn man nicht filmen will, ist doch da auch immer. Wenn man nicht filmen will. Also zwei Sitze ist nicht scheiße, diese zwei Sitze. Ja. Nicht mehr so eng im Nahverkehr. Und mit der City sind die gut. Oder im UVEX. Also, das sind die eigentlich. Gehen wir dann in der BRB oder so? Kein Bock mehr, in die sehr groß zu machen. Gehen wir dann in die BRB oder in irgendwer, der da steht? Ja. Oder die 612? Ja. Oder Pesa-Link? Ja. Hoffentlich steht der Pesa-Link. Oh, scheiße, der fährt um 12.12 Uhr immer. Oh, und das schafft die Fahrzeit, sonst wird er schon da stehen, 20 Minuten. Ist so. Fährt dann gut. Aber der 612 kommt da nicht wieder im. Ja, zu so knapp. Ja, meine Eltern haben noch nicht gesagt, eigentlich. Also, die sind echt schon aufgestanden. Ja. Hoffentlich der. Also, weiter wahrscheinlich dann nicht an zu Hause dann. Wie, meine Fresse, ich wollte da kurz vorgehen. Nein. Oh, ist so. Hat du diese Amerika vor der Klote jetzt in München? Hat doch einfach toll. Komisch. Ja. Irgendwie. Diese Ziele. Ja. Ja. Ich bin sehr pissig und so. Mit seiner Piste. Das würde ich nie machen. Das ich auch nicht. Vielleicht mit Tattoo, vielleicht. Was? Tattoo. Ich auch nicht. Ja, mal gucken. Ja, wohl drin denn. Meine Eltern bestellt, wer es eh mal erzählt, ob er mir ich erlaube bestimmt, ich Tattoo steche. Ja, wer aber eh bei dem, welches Tattoo? Vom Go Ahead oder? Vom 612. Wäre lustig. Als Lokführer dann. Und wenn du den 612 nicht mehr mag, dann ist der Scheiße. Ja. 650. Ich hoffe, der macht dann, sagt sie, der macht dann 1650. Ja. Oder du hast so zwei Fotos und dann hast du so Wisch darüber und dann sieht er den AD machst, oder? Ach, passt. Du, war das nicht der andere? Hey, vielleicht hört er jetzt. Also eh egal, zum Glück, weil wir eh genug Zeit haben. Ja, das ist doch auch eine Katastrophe, ey. Meine Fresse, Mission Apollo, ey. Ja, super. Ich wollte dich am 9.44 aufstehen können. Toll. Ja, die S-Bahn meine ich. Ja. Oder 9.24. Nur wenn ein 6.12 kommt, wir fahren jeder wieder nach 7.35 mit ihm nach Ulm dann. Ja. Und dann schauen wir halt mal. Wenn ein 6.50 oder ein Talent kommt, dann am Freitag dann fahren wir noch den UVEX und dann mit dem 110 mit TI. Ja. Ich darf nicht für 6.40. So wie? Ja, kann Bock wieder sonst gehen. Also oder wieder in 5.39, hätten wir vergessen. Den, da kann man also Schubkarten. Ja, in Deutschland können wir dann noch spotten in Mosach. Ja. Oh. 14. April, na gut. Bald mit der Schule, auch nächstes Mal Schule. Oh. Ja, Party kommen. Sehr gut.
Okay. Oh, scheiße, ich muss mich am Donnerstag muss ich bewerben, dann warte rum. Was ist dann am Donnerstag? Oder schon mal. Oh, wie hier? Nächste Woche oder? Diese Woche? Ja. Donnerstag. Aber wie diese solche Folge oder das viel Aufwand? Wie hier? Kein Zugfahrer so selber. Also, was man. Wie, dachte ich aus. Wie, du musst dann mit anderen Leuten teilen. Ja, oh, wie, ja. Wie gesagt, wenn die anderen Leute gefahren sind, dann so, ja, yeah, nee, jetzt muss ich wieder fahren oder so. Weißt du? Ja, dachte ich aus. Dann, lass ihn aus. Ja, ist doch eh egal. Ich war ja wohl random, wenn ich das mit Fahrgästen fahren darf. Komplett random eigentlich. Ja, eigentlich schon. Das ist komisch. Wieso dürfen die das? Das ist komisch irgendwie. Na ja, gut, die wollen das Vertrauen haben. Ja, wow. Hoffentlich mal. Wie? Ich habe keine Ahnung, was aber dieser. Also, das ist nicht überwacht, diese Eisbahnfans. Ja, wow. Ja, was? Diese Eisbahn nicht überwacht, diese Eisbahnfans. Ja, die wow. Dürfen nicht mehr Führerstandsfahrt machen, wie random, ohne Kamera. Komisch ja, irgendwie. Wow. Oder selber fahren, das ist doch nicht schlimm irgendwie. Ja. Ein Foto wäre halt cool, wenn man fahren darf. Ja. Oh, wie ich hab dann als PZB Receiver vergessen. Oh, wie? Yeah. Wenn das schlecht ist. Oh, dann wird das ausrasten wahrscheinlich und ich erst wieder hinter. Oh, wie? Hallo. Was geht dafür, wenn ich kurz vergessen habe? Ist so. Receiver kann nicht mehr dieser Fliebton, der geht nicht gleich Notbremsung zum Glück. Ja. Man merkt, dass man Receiver vergessen hat. Das ist uns grundlegend ehrenlos in der Hitfolge. Du musst eh alle 30 Sekunden drücken. Ja, du musst drauf sind, dann so hoch. Ja. War anstrengend dann auf Dauer. So. Ich höre nicht, außerdem wir sind echt, das ist Lokführer. Ich möchte doch eh einschlafen. Hä, hey, wie ich wegen dieser früh aufstehen darf? Wie? So. So dumm, in dieser Müdigkeit. Da fährst du immer Vollgas. Wie dieser. Ja, ich fahre immer 160 mit 6,12. Ich bin noch gespannt, Hoffentlich kann ich. Im Pisanik auch 160 immer. Hoffentlich habe ich. Hoffentlich kann ich mit dem. 6,12 ja. nach Augsburg, Buchlohe, dann ohne Halt, ja. Diesen L7, das ist ja voll geil, ich würde dich Vollgas geben. Wie, du musst diesen scheiß 6,50 fahren. Ja, wow, nee, das ist ja dumm, der ist lahm, dieser 6,50. So. Also 18, der Rückschirm, oder den... So 18 wäre geil. Oder den 6,12, ja. 6,12 Legende, ja. Ist ja nicht von 6,12, ist ja Vollgas. Vollgas, ja. Ich würde dann 140 fahren. Ich würde das auch halten. Ja. Ich würde dann nicht in den Leerlauf gehen, 160. Ja. Aber wenn der Lokführer sagt, dann ich soll weniger auf 160 fahren. Ja, wow. Dann hat man gesagt, nee, die nutzt nicht. So. Super. Ich frage dann, ob ich 160 fahren kann. Das ist von mir aus. Ja. Also, ja, gerne, dann wäre geil. Ja. Aber wenn ich Lokführer selber bin, würde ich 160 fahren. Ja. Stehe ich dann länger an Duplo, aber ja, ich werde dann noch so halten. Ist so. Sobald diese Fahrt von 160 vorgibt. Oder diese Anzeige da. Oh, hoffentlich liegt das nicht am Fahrplan. Weil ich fährt der ja so komische Geschwindigkeiten, so 153 oder so. Ist so. Ist safe der Fahrplan sagt safe 160. Ja. Das habe ich ja gesehen letztes Mal im Führerstand einmal. Ja. Da stand 160 und der ist nur wegen mir 160 gefahren. Also deswegen. Der Fahrplan zeigt schon 160 an. Das wird er dann auch durchziehen mit 160. Ja, die 73. Ja, gut, dann kann ich das noch zum Glück. Ja. Das ist komisch. Der hat doch hinten so 5 Stück. Wie diese Runde, die zugesperrt. Ach, die Sierra C abgestellt. Ja. Hey, dummer fährt er nicht. Nur ein Sierra C, sonst ist er nicht abgestellt. Komisch. Warum fahren die nicht? Jeder Reichweite. Dann wäre der nachher in Würzburg gefahren, weil der da die Sierra C. Aber dann wäre es scheiße, dann wird er wieder verkackt. Ist so. A9, ja, wow, der A9 ist fast immer in einem Rio fast gemacht. Und letztes Jahr war es an die Sierra C. Der Hund. Ja. Hey, so steht das so komisch da. Die BRB. Selbst fährt die gleich weg wahrscheinlich. Oh, wie, ey. Warte kurz. Nicht wegrennen.